Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Games TV 24 Daily. Es ist Montag und wir starten mit den News, was ist alles so passiert am Wochenende. Gestern gab es was für Filmfreunde. Ja, die Golden Globes wurden verliehen. Richtig. Da ist natürlich die Frage, wer hat den besten Film abgeräumt? Das ist das Wichtigste eigentlich. Das war, wie erwartet, von vielen wurde es ja als Favorit quasi gehandelt. Der beste Film im Bereich Drama ist The Revenant. Das ist ja der neue Film mit Leonardo DiCaprio. Wo er jetzt endlich auch seinen Oscar kriegen wird, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Die Golden Globes sind ja immer so ein bisschen die Vorboten, was die Oscarverleihung angeht. Regie führt da Alejandro G. Inarritu und der hat auch den Golden Globe bekommen für die beste Regie. Ja, wer den nicht kennt, der hat letztes Jahr Birdman gemacht und davor Babel. Und das war davor noch so ein kleiner Film, den aber keiner kennt. Ja. Und, ja. Jedenfalls scheint der Mann auf Preise abonniert zu sein. Die räumen ja immer sehr ab, seine Filme. Es gab natürlich auch noch einen anderen besten Film. Und zwar gibt es den immer bei der besten Komödie, beziehungsweise ja, Musical, Komödie, Musical, also irgendwas, was halt ein bisschen mehr mainstreamiger ist, glaube ich. Und das ist Der Marsianer rettet Mark Watney. Das ist ja dieser Film mit Matt Damon. Jetzt fragen sich alle, das ist ja, was ist da denn jetzt so lustig, dass jemand auf dem Mars vergessen wird und nicht mehr abgeholt wird? Also, bei mir auch gerade. Aber wer den Film gesehen hat, der weiß, wieso der lustig ist. Okay. Ich habe ihn nicht gesehen. Nicht? Muss ich noch nachholen. Ja, musst du unbedingt nachholen. Genau. Dann der beste Hauptdarsteller, auch Leonardo DiCaprio für seine Darstellung in The Revenant. Beste Hauptdarsteller Drama Brie Larson für Raum, also beste Hauptdarstellerin. Der kommt bei uns erst noch ins Kino. Der kommt bei uns noch ins Kino. Auch dann entsprechend beste Hauptdarsteller bei Komödie ist Matt Damon. Und die beste Hauptdarstellerin Komödie Musical ist mal wieder Jennifer Lawrence für Joy, alles außergewöhnlich. Ja. Die beste Regie hat natürlich auch der Herr Inarritu abgeräumt für The Revenant. Bester Nebendarsteller ist Sylvester Stallone. Etwas überraschend, ja. Creed soll anscheinend sehr gut sein, kommt ja auch bei uns bald. Januar, Februar, also Ende Januar, Anfang Februar kommt er bei uns ins Kino. Wer es nicht weiß, das ist quasi, man kann es eigentlich sagen, der neue Rocky-Teil. Ja, genau. Ja. Also von Rockys ehemaligen Rivalen Apollo Creed, der Sohn, der wird jetzt von Rocky ausgebildet. Genau. Dann, Drehbuch hat Aaron Sorkin für Steve Jobs bekommen. Beste Nebendarstellerin auch Kate Winslet für Steve Jobs. Der lief bei uns im November. Mhm. Soll eigentlich ziemlich gut sein, nur ist er gefloppt. Hat Steve anscheinend Jobs. Keiner mehr Lust auf Apple und Steve Jobs. Ja, kann durchaus sein. Beste Filmmusik. Ennio Morricone für The Hateful Eight. Da hat der Quentin Tarantino jetzt endlich seinen Ennio Morricone bekommen. Ja, genau. Also den wollte er ja schon für Inglourious Basterds haben und jetzt hat er ihn endlich gekriegt. Genau, ganz berühmter Soundtrack-Macher, kennt ihr garantiert. Habt ihr schon mal in irgendwelchen Western gehört? Die ganzen bekannten Western sind alle von Ennio Morricone vertont. Bester Filmsong ist der Opening-Song von James Bond 007 Spectre, nämlich Writings on the Wall von Sam Smith und Jimmy Napes geschrieben. Bester Animationsfilm, alles steht Kopf. Und bester fremdsprachiger Film ist Saul 4 aus Ungarn, zu dem ich auch nicht mehr weiß. Von Laszlo Nemes ist der. Genau. Soviel zu den Golden Globes. Jetzt kommen wir zu den Spielen wieder. Battlefield Hardline, da erscheint der Getaway DLC, allerdings nur für Premium-Mitglieder morgen. Mhm. Und was kann der alles? Also ab dem 12. Januar ist der eigentlich? Genau, als Download und Voraussetzung ist halt die aktive Mitgliedschaft bei Battlefield Premium. Aber wenn ihr jetzt kein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen habt, dann könnt ihr den auch noch euch holen. Und zwar am 26. Januar, da erscheint das Ding dann so als Standalone-Download. Was kann der alles? Ja, er bietet 4 neue Karten. Pacific, Highway, Doppelspiel, Vorsicht, Zug und Ablenkung heißen die ganzen Karten. Mhm. Sehr lustige Namen. Dann gibt es einen neuen Spielmodus, der heißt Capture the Bag. Also, ja, was wird das wohl sein? Genau, wahrscheinlich eine Capture the Flag-Version. Und neue Fahrzeuge, Waffen, Gadgets und legendäre Tarnung sind dabei. Genau. Wer schon immer mal The Witcher 3 in einer Enhanced Edition, also in einer aufpolierten Fassung spielen wollte, der wird wahrscheinlich noch lange drauf warten müssen. Genau. Weil die Gerüchte um die besagte Enhanced Edition, die wurden dementiert von wie heißt der gute? Michael Platkow-Wilewski. Genau. Das ist der Head of PR und Marketing bei
CD Projekt. Genau. Am Wochenende gab es da wieder halt ganz, ganz viele Gerüchte und in zwei Shops ist auch wieder so ein Release-Termin aufgetaucht für den 5. Februar, war ein französischer Händler und ein belgischer Shop. Und dann hat er Michael auf Twitter gepostet, Freunde, ist ja schön, dass das da steht, aber man weiß da nichts von bei CD Projekt. Also sprich, es gibt erstmal keine Enhanced Edition. Ja, es ist wahrscheinlich, dass anders rauskommt, weil für Witcher 1 und Witcher 2 gab es ja auch die Enhanced Edition, also die aufpolierte Fassung mit den beiden, also mit jeglichen DLCs und so weiter. Ja. Aber da Blood and Wine noch gar nicht draußen ist, wie soll das denn sein? Also, richtig. Dass sie halt kommt, ist, denke ich, relativ klar. Das hat der Marcin Iwinski, der Studiochef von CD Projekt, ja auch gesagt, das liegt halt durchaus im Bereich des Möglichen und so weiter und so fort. Aber derzeit sind sie ja noch beschäftigt mit Blood and Wine und von daher gilt es da noch etwas zu warten. Die Gothic-Macher von Piranha Bytes sind auch mit einem Spiel beschäftigt und zwar mit Elex. Genau, das ist ja diese Mischung aus Science-Fiction und Fantasy. Soll dann offene Spielwelt sein, also Open World und da ist man dann unterwegs, löst verschiedene Quests wahrscheinlich und auch mit dem Jetpack durch die Luft. Und da sind jetzt die Systemanforderungen erschienen. Genau, die voraussichtlichen, das muss man dazu sagen. Gut, also ist auch wieder nichts Besonderes, hat aber viele am Wochenende interessiert, diese Meldung. Es wird verlangt ein Intel Core i5, 2,5 GHz oder besser, oder ein AMD Phenom 2 X449, also 3 GHz, also am unteren Rand, denke ich. Arbeitsspeicher 6 GB RAM, das ist schon ein bisschen mehr. Grafik Nvidia GeForce GTX 570 oder AMD Radeon HD 5870 mit 1 GB. DirectX 11 wird unterstützt, 20 GB Speicherplatz. Und ja, kann man mit leben, mit den Systemanforderungen. Das sind alles Preliminary System Specs, heißt also jetzt erstmal noch nicht sicher. Also das kann sich alles noch ändern. Genau. Und es ist ja noch ein bisschen hin, bis das Spiel dann erscheint, nämlich im Februar 2017. Also nächstes Jahr erst. Genau. Soll es ja erscheinen und von daher, mein Gott, warten wir noch ein bisschen ab. Auf ein Spiel müssen wir schon lange warten und zwar auf Half-Life 2. Ja. Regelmäßig Gast hier bei uns in den News, Gerüchte zu Half-Life 3. Viele Leute wollen ja endlich, dass die Story abgeschlossen wird, um Gordon Freeman, den G-Man und wie sie alle heißen. Und der Autor Mark Laidlaw, richtig, der hat aus persönlichen Gründen Valve verlassen. Genau, Mark Laidlaw hat quasi die Geschichte geschrieben zu allen bisher erschienenen Half-Life-Teilen. Das heißt also Half-Life 1, Half-Life 2, Episode 1, Episode 2. Genau. Er sagt aber, dass es wohl keine Differenzen gäbe mit Valve, sondern dass er sich schlicht einfach zu alt fühle, mal eine Auszeit brauche, auch von diesen ganzen von der Spielebranche. Chaotischen Spielebranche, wie er es nennt. Und er wurde natürlich dann auch gefragt, wie sieht es denn aus mit Half-Life 3, aber dazu sagt er natürlich nichts und er sagt auch, er hat auch keinen Einfluss auf die Marke gehabt. Er bittet auch die Fans, dass Valve nicht mit Fragen zu seinem Ausscheiden bombardieren zu sollen. Also, die Fans jetzt nicht irgendwie, was ist jetzt mit Half-Life 3? Wird das jetzt eingestampft, weil der Autor nicht mehr da ist und so weiter? Also, er sagt ja auch eine Pause. Und nicht, dass er ganz weg ist. Also, vielleicht kommt er ja wieder. Wenn er wieder gebraucht ist, vielleicht hat er ja die Geschichte schon geschrieben. Kann sein. Und jetzt brauchen sie ihn nicht mehr? Ja, oder er hat die Geschichte geschrieben und Gabe Newell hat gesagt, es gefällt mir aber nicht. Kann auch sein. Oder er hat noch gar nichts gemacht für Half-Life 3 und ist einfach aus Langeweile gegangen. Oder tausend andere Gründe. Er sagte ja aus persönlichen Gründen, also wird es irgendwas sein, dass er mal was völlig anderes machen will. Und glaube ich, es hat nichts mit dem Unternehmen zu tun, das hat er betont. Und glauben wir ihm. Das glauben wir immer. Also Half-Life 2, entweder ist die Geschichte schon geschrieben oder sie wird von jemand anders geschrieben. Genau. Wie dem auch sei, wir warten weiter. Gespannt. Irgendwann wird das ganz bestimmt mal fortgesetzt. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Ich hoffe, ich erlebe das noch. Ich hoffe, du erlebst das auch noch. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Wir wünschen euch einen fantastischen Start in die Woche und sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dann und tschüss.